gibt's denn hier in den Büchern? Auch wieder Schlangen? Okay, alles über Schlangen. Also scheinbar sind die beiden Parallelgänge immer mit den gleichen Büchern. 624. Sieben, sechs, vier. Sieben, sechs, vier. Muss man vielleicht irgendwelche Bücher anklicken in der Reihenfolge? Und mit der rechte Inschrift ist für die rechte Seite und die linke für die linke oder so? Keine Ahnung. Ich schaue einfach mal weiter. Plakette. Bräuchte mehr Bücher über Malerei und Flugmaschinen. Leo da Vinci. Kapitales Gebäude. Standfest für die Ewigkeit. Karl Marx. Hup, hup. Harpo Marx. LM. Oder? Wer war da? M. Kein Name. M. Die scheinen irgendwie alphabetisch sortiert zu sein. Was gibt's denn hier? Bücher, 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 Bücher. Bücher, 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 Bücher. Bücher, 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 Bücher. Ich probiere jetzt einfach mal, wenn ich hier durch bin, einfach mal ein Buch zu drücken. Oder zu ziehen. Alles über die Kultur der Caponia und Scolaria. Hä? Das versteht er wohl nicht. Achso, er versteht das Ziehen nicht, oder? Mann, das Hä kommt mir beim ersten Mal. Nimm doch mal so ein Buch. Schalte das Licht aus. Nein, nicht die Bücher. Okay, da gibt es hier nichts mehr. Ab zum Parallelgang. Das war der Marx. Ah, gut, hier gibt es drei Marxen. Nochmal durchschauen. Bücher, 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 Bücher. Zehnmal Bücher. Das ist angenehm auszusprechen. Was gibt's. Ja, was gibt's denn hier für Bücher? Mach dich mal. Faschistische Propaganda. Moment, was stand da? War da nicht irgendwas von Karl Marx? Ach nee, Harpo Marx. Nee, Moment, das ist fürs nächste Regal. Faschistische Propaganda von Karl Marx. Ich glaube, er verwechselt da was. Oder die Plakette, je nachdem. Es sei denn, hier steht was anderes. Ein Bibliothekar aus Ruhm. Zeile 1. Schwamm immer schon gegen den Strom. Zeile 2. Entsprechende Mitarbeiter wollen entfernen. Ach so, das sollte wohl nicht auf den Plaketten stehen. Die Widmungen hasse ich. Den Job hier, den lasse ich. Wurde er entlassen oder ist er gegangen? Und werde Glöckner im Mailänder Dom. Müssen wir vielleicht nach Mailand als nächstes? 5, 3, 4. 5, 3, 4. Da passiert nichts. Benutze doch mal so ein... Nee, warte, was ist 5, 5? Benutze Platte 5. Nee, das geht nicht. Drücke Platte 5. Geht das? Aha! Aufbrechen. Öffne die Platte 5. Benutze das Bild mit der Platte. Nein. Die Peitsche. Ha. okay, er braucht irgendwie ein Brecheisen oder sowas. Das muss bestimmt hier irgendwie rumliegen. 281. Na, die haben wir schon gesehen. Ich glaube, die letzte auch, ne? Genau. Dann dieses Regal. Was ist denn hier? Bücher, 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 Bücher. Bücher, 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 Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. Ein Leben in Ordnung und Sauberkeit. Ach nein, es sind Bücher. Und zwar Bücher über... interessante Bücher. Es sei denn, man ist in Eile.
Und hier gibt es Bücher über... Ja, die gleichen wie im anderen. Im Parallelregal. Puh. Na, da ist nix. Nüscht. Ne. Irgendwie sehen die Regale hier ein bisschen anders aus. Man sieht rechts nicht mehr diese Inschriften. Am Anfang haben wir die noch gesehen. Zwei, drei Gänge weiter links. Tolle Kochbücher. Ja. Wer nach dem Buch lebt, stirbt im Bett. Wenn ich reich gekommen gehen, eine Bücherei ist unsterblich. Leiter der Bibliothek von Alexandria. Ja, sehr unsterblich. Es sei denn, es kommt ein Feuer. 539. Auch das kann man nicht ablaufen, ohne andere zu betreten. 681. Warte mal. Das sind jeweils drei Stück und es gibt neun. Vielleicht geht es ja gar nicht um die sechs, die da anstehen, sondern um die drei, die nicht anstehen. 681. Und da steht 539. Da bleibt übrig 247. Machen wir doch mal 247. Geht zur Platte 2, 4. Nein. Aber er muss sie aufbrechen. Dafür brauchen wir irgendwie ein Brecheisen. Die hatten die geil. Sei vorsichtig, die Bibliothekare verschwören sich gegen uns. Machiavelli. Und toller Platz für einen Besuch auf der Durchreise. Haben wir leider kein Buch über Elefantenpflege. Hannibal. Der kam da wohl auch mal vorbei. Ja, stimmt sogar. Der war da auch mal. Aha, da ist ein Loch. Was ist denn dort? Schau mal dahin. Mein Vater ließ mich nie lesen, als ich klein war. Ob das mal ein Hinweis ist? Die übliche Lücke beim ganz linken Stützbrett. Aber ansonsten nichts Auffälliges. Bisher. Nein. Dann noch den Parallelgang. Aber wie breit ist denn die Bibliothek? Sind das Bücher? Ja, das sind Bücher. Was für Bücher? Berühmter Diktatoren. Nette Stadt. Am besten gefiel mir ein Kaufmann, den ich hier traf, in Venedig. Keine Ahnung, wer damit gemeint ist. Plato, viel mehr als Sex. Ach so, dem sein Kopf auf ein Buch auf den Kopf gefallen, gar kein Apfel. Vielleicht ein Buch über Äpfel. Daher dann die Legende. Und in Wirklichkeit war es aber ein Buch über Äpfel und nicht der Apfel selbst. Das heißt, vielleicht wurde in dieser Bibliothek die Newtonsche Theorie der Gravitation aufgestellt. Na los, Indiana Jones, das ist doch eine hohe Hürde, die du zu überwinden hast. Indem du dich nützlich machst und 1, 4, 7. Aha! Das ist eine gerade Reihe. Was kommt hier? Ich tippe auf 3, 6, 9. Nein, 2, 3, 9, 2, 3, 9. Dann bleiben die drei. Aber die kann ich am Stück ablaufen. 6, 5, 8. Okay, zurück. 5, 6. Ist ja blöd. Okay. Aber ich glaube, das kann ich mir merken. 1, 4, 7. Wo die linke Reihe ist. Und außerdem sind hier die Plaketten, Tierbücher von Aristophanes. Diese Plakette ist zurzeit außer Betrieb. Bitte warten. Die Information wird geladen. Mal schauen, wie das Bild hier aussieht. Also ich will jetzt eigentlich mal wissen, ob man die einzelnen Zwischenräume unterscheiden kann oder nicht. Ah ja, jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay, die Bibliothek ist also kreisförmig. Was gibt's denn hier? Ah ja, gut, hier schon angeguckt. Dann gehen wir da rein. Dann sind wir gleich durch. So, was sind das für Bücher? Das sind uninteressante Bücher. Moment, aber wenn die Bücher uninteressant sind, dann ist das doch der perfekte Ort, weil da eh keiner hinkommt, um den geheimen Schalter zu verstecken. Weil die Bücher sind so uninteressant, die würde nie jemand aus Versehen rausnehmen. Sagt zumindest meine Logik. Das ist eine ganze Reihe von Büchern. Hä? Hä?
Haha, ein Buch. Sag ich's doch. Das war ja einfach. Dann gehen wir da hin und ziehe. Na, wo ist das Buch? Bücher. Buch. Da ist das Buch. Und jetzt brauche ich die Maus nicht. Ha, ziehe an dem Buch. So fliegt man einen Doppeldecker. Und was ist dahinter? Ein Stapel Do-It-Yourself. Sind die alle so? Nicht sehr interessant. Ist das pro Regal? Oh, das ist nur die Reihe da. Hm. Schau doch mal rein. Ja, das hatten wir schon. Und wo ist mein Mauszeiger? Ah, da. Oh, oh. Ich glaube, der Indie muss in diesem Spiel ein Flugzeug fliegen. Erstens, APU einschalten. Da, nein, da. Dann den Öldruckregler C3 mal drücken. Dann die Benzinpumpe. Boah. Ah, das schaue ich mir an, wenn das bevorsteht. Wenn das Flugzeug bevorsteht. Das sah jetzt nicht aus, als hätte es irgendwas mit der Bibliothek zu tun. Wir sind, glaube ich, durch. Oder? Das Parallelregal schon gehabt? Das da hinten? Ich glaube, ja. Nicht sehr interessant. Nicht sehr interessant. Noch mehr nicht sehr interessante Bücher. Gibt es da auch einzelne Bücher? Ich warte immer noch auf den geheimen Schalter, der das Regal irgendwie umklappt und dann die Tür im Boden öffnet, wo sich der alte Mann hinten dran versteckt, um sein zweites Tagebuch zu schreiben oder so. Nee, hier ist auch nichts mehr. Hm. Okay, also als Fazit bleibt, irgendwie muss Indiana Jones die Bodenplatten aufbrechen. Und dafür braucht er ein geeignetes Werkzeug. Hey, wie wär's mit so einer Plakette? Die eine ist doch sowieso gerade außer Betrieb. Welche war das denn? War das nicht die mittlere? Genau, außer Betrieb. Nicht einschalten? Nimm die Plakette. Kannst du die nehmen? Kannst du nicht mitnehmen? Nee, kann er nicht mitnehmen. Hä? Ich bin gerade überfordert. Hier waren die verschmierten Plaketten. Vielleicht sind die ja von der Verschmierung irgendwie ein bisschen lose. Aber wahrscheinlich. Das klappt so nicht. Also, ach, schalt ein. War die falsche Taste. Na, das klappt nicht. Kannst du die Bodenplatte direkt nehmen? Nee, ne? Fühlt sich lose an. Vielleicht kann ich sie aufbrechen. Ja, aber wie denn? Nee, den benutze. Hau mit dem Schlüssel drauf. Mehr Hebelwirkung. Das Kral-Tagebuch. Mehr Hebelwirkung. Die Gebrauchsanleitung. Das alte Buch? Vielleicht ist es stabil, wenn es alt ist? Nein. Na komm, nimm die Peitsche, Junge. Dein Kopf. Nein. Ich glaube, ich bin hier gerade. Passt da ein Buch rein? Gib die Gebrauchsanleitung mal da rein. Na, das geht nicht. Welche waren denn die verschmierten? Die verschmierten Plaketten. Genau, das waren die.
Nimm die mal. Vielleicht kannst du ja die mitnehmen, wenn die verschmiert wurden. Hat sich vielleicht einer davon ein bisschen abgelöst? Nein. 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 Kannst du sie vielleicht mit dem Schlüssel abkratzen? Nein. Oder mit der Peitsche abhebeln? Ach, wofür denn dann? Benutze die Gebrauchsanleitung mit der Plakette. na gut. Ich merke mal gerade nochmal, wie das Bild da im Hintergrund aussah, also dieses Glasfenster. Da ist ganz viel Platz. Habe ich da vielleicht vorhin was übersehen? Bücher. Nein, nichts übersehen. Ah, das sieht genauso aus. Ansonsten ist doch hier nichts, oder? Da ja noch ein bisschen freier Platz. Bücher. Selbst da, wo nichts steht, heißt es Bücher. Vielleicht habe ich irgendwo ein Buch über... Na, das dauert jetzt zu lang. Moment. Nimm was. Was ist denn das da? Absperrung. Ja, Metallpfosten. Sehr schön. Was ist denn das? Die Absperrung. Nimm die mal weg. Die Absperrung. Ah, rote Kordel. Die ist schicker als deine Peitsche. Und nimm einen Metallpfosten. Sehr gut. Ich glaube, die Bodenplatten lassen sich damit aufbrechen. Und was dann passiert, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.